Servus, grüß dich und herzlich willkommen. Wie hast du mich eigentlich gefunden? Ich bin ja hier gerade noch im Urlaub in Irland, schaue mir hier gerade Ballymun Castle an, weil es ist noch ganz früh am Tag und dann mir dachte ich, gehe mal her, bevor die Touristen da sind. Der letzte Tag gewesen, die Koffer sind schon wieder gepackt. Es ist vorbei mit dem Urlaub, jetzt muss ich dann wieder arbeiten. Ja, es war jetzt Urlaub und es war schön und so und hier bei Ballymun, das hat mir auch getaugt und naja, soll's. Irgendwann ist halt alles vorbei, müssen wir halt wieder gehen. Ich habe da hinten beim dem kleinen Hotel dort mein Auto geparkt. Da laufen wir jetzt mal hin. Ja, und dann fahren wir los, weil ich habe hier neue Arbeit bekommen. Ganz frisch, ganz neu in Irland. Jawohl, Linksverkehr, da tue ich mir immer noch ein bisschen schwer damit, aber was soll's denn? So, wir fahren jetzt mal, wir fahren nicht, wir laufen daher. Und ja, dann schauen wir mal, was unsere neue Arbeit denn so spricht. Ne? Aber erstmal fahren wir natürlich dahin, wo wir hin müssen. Ich bin gespannt, wie das wird. Ganz ehrlich, das ist neue Herausforderungen in einem neuen Land, wo sich keiner auskennt. Ja, siehst mal. Und die Iren, die sind ja echt verrückt. Du, schon schwierig genug, dass ich einen Linkslenker habe beim Rechtsverkehr. Na, dann fährt der mich auch nur an die Wand, der Affen. Na, was soll's. Egal. So, kann ja, was du kannst. Siehst. Hehe. Kommt keiner? Nein, kommt keiner. Können wir auch noch vorbeisausen. Jetzt müssen wir nämlich dahin, wo unsere neue Arbeit beginnt. Heißt durchgezogener Strich in Irland eigentlich auch, dass man nicht überholen darf? Ach, was weiß ich. Uah. Gott, das ist mir wie von der falschen Seite gekommen. Das ist schon noch ein bisschen verwirrend alles hier. Alles kriege ich auch noch auf die Reihe, früher oder später. Naja, muss man sich dran gewöhnen. Landschaftlich sehr schön hier. Es hat mir wirklich gefallen, 14 Tage hier Urlaub zu machen und jetzt dann die neue Arbeit zu beginnen. Ich habe überlegt, ja, was mache ich denn hier eigentlich? Ich wurde gebeten, einen Hof zu übernehmen, was ich jetzt auch tue. Aber das ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich habe eigentlich keine Lust auf Kühe. Weißt du, Kuh ist jetzt nicht so unbedingt das irische Tier, ne? Ich glaube, das ist eher das Schaf. Das heißt, wir fangen mit Schafen an. Wir fangen mal mit Schafen an. Und ich hoffe, ich verfahre mich jetzt nicht die ganze Zeit. Ich bin hier noch nicht so wirklich firm, aber egal, das ist ja nichts Neues, so kennt man mich. Wir können ja mal ein bisschen von außen gucken, hier landschaftlich wirklich hübsch gemacht, gefällt mir, deswegen bin ich ja auch hier. Und ja, der Bernie SCS hat seine Finger mit drin gehabt, allein das ist ja schon ein Grund für mich, so eine Karte zu spielen, ne? Und deswegen, ja, sind wir hier. In Irland. Keine Ahnung, wo in Irland. Ich habe es gegoogelt. Ballymun Castle gibt es tatsächlich. Aber ja, es schaut auch genauso aus wie das Ding da oben. So, jetzt muss ich da aufpassen, wo ich hin muss. Da rein? Nee, da doch nicht. Da vorne. Passt schon. Hier muss ich rein. So, und hier ist unser Hof. Der mit den Kühen und allen anderen Zeug auch. So, steigen wir mal aus, gucken wir uns mal ein bisschen um hier, ne? Wir haben hier ein paar Traktoren, zwei Stück um genau zu sein. Frontlader, der geht dann gleich mit zu den Schafen. Wir haben hier nämlich auch für Heu und Gras schon eigentlich alles da, was wir brauchen. Ich habe hier, ja, meinen Wender, ich habe da einen Ladewagen. Und da hinten Schneidwerk, das heißt, mit den Schafen könnten wir anfangen. Das hier ist der Kuhhof. Der Haupthof, sage ich mal. Und mit lauter tollen Sachen, ne? Überall kannst draufdrücken, klack, und dann bewegen sich die Dinger hier raus und wieder rein. So, schau her. Erst draußen, klack, wieder drin. Toll. Also ich mag ja sowas, ne? Und hier dann Kuhstall. Schau, unser Kuhstall hat hier auch
Bin auf der falschen Seite. Ja, ich bin auf der falschen Seite, glaube ich. Genau, das sind drei Schalter, die sind auch wieder ganz klasse. Hier machen wir mal Licht. Sind manchmal ein bisschen schwer zu treffen. Licht. Brauchen wir nicht. Sell draußen. Also machen wir lieber mal die Gardinen auf. Na. Ja, da gehen sie doch schon auf. Schau. Lassen wir mal Licht rein und noch ein bisschen Luft. So, da gehen die Fenster auf. Ist toll, oder? Ich find's toll. Das gefällt mir. Yay. So, das haben die Kühe, die wir nicht haben. Schon mal Licht und Luft und was auch immer. Und dann hier haben wir einen, ja, unseren Futtermischer. Auch genial gemacht, finde ich. Vor allen Dingen, pass mal auf. Wutz, na komm. Boah, das fährt hier raus. Ist es nicht genial? Ist es nicht genial? Und dann steht hier, was ich reinschmeißen darf. Silage, Stroh und Gras. Die üblichen Verdächtigen halt, genau. Zuck, machen wir wieder zu. Hier hinten haben wir dann ein Stilo stehen. Ganz klar, unser Stilo hier zum Abladen. Und hier dann auch musst du dann das Ding rausfahren. Du kannst es wieder beladen, deinen Traktor. Hier haben wir dann auch noch, da können wir dann Silage machen, ne? Gras und Dings wird fermentiert. Kommt Silage raus. Schön, müssen wir hier nicht groß Silo-Dinger schieben. Gefällt mir. Passt. Da haben wir einen Drescher stehen. Ich werde den Fuhrpark noch austauschen. Definitiv. Ein bisschen wahrscheinlich. Oder auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Werden wir sehen. So, dann hüpfen wir mal hier rüber. Kuhweide. Da hinten gibt es nämlich auch noch was Interessantes. Hüpf. Ach, ich bin heute so sportlich unterwegs. Das ist so schön. Das kenne ich noch von Ammersee. Hallo. Yes, aber das ist außer Funktion, da ist kein Loch drunter. Jetzt bin ich auf der falschen Seite gelandet. Wo ist es denn? Das ist noch so ein geniales Ding. Da ist es. Hier unser Futterstilo. Das ist auch ein bisschen eine kleine Map-Vorstellung, aber nur ganz wenig. Damit schaltest du es an, kannst dann abladen, schätze ich. Schalten wir es wieder aus. Hör mal auf zum Laden. Kannst alles reinschmeißen, ne? Gras, Silage, Dingeskirchen, Stroh, ja, was man halt so braucht. Und da kann man es dann wieder rausholen. Machen wir hier auch Schalterchen, ne? Hier kommt die, ups, die Pipe rausgefahren. Kann man es wieder entladen. Und hier haben wir noch ein bisschen, ja, Dünger und Saatgut zum Einkaufen, damit wir unsere Geräte befüllen können. Die Tore gehen auch überall auf. Das ist so eins, da muss man dann draufbleiben. Es gibt welche, die gehen einfach so auf. Es gibt welche, da muss draufbleiben. Nette kleine Werkstatt. Und wer natürlich auch wieder mit dabei ist, bei uns, ganz klar, das ist der Kurt. Wer kennt ihn nicht? Unseren Kurti. Der Franz ist natürlich auch wieder da. Der ist mitgekommen nach Irland. Und ja, die Doris und die Alice, die werden vielleicht auch ab und zu vorbeischauen. Unsere alten Kameraden von der Ammersee, ganz klar, genau, die haben wir auf jeden Fall auch dabei. So, dann steigen wir mal ein. Ups. Fahren wir dich mal auf die Seite. Und dann fahren wir nicht schon mal ein paar Sachen auf die... So, ich stelle dich mal da ab. Dann fahren wir nämlich schon mal ein paar Sachen rüber zum Schafhof. Das machen wir mit dem anderen Traktor hier, mit dem da. Weil da können wir nicht auch gleich den Frontlader mitnehmen, was sehr, sehr praktisch ist. So, mal reinhucken da, komm. So, das müsst ihr nur wieder wissen, wie meine Tasten sind, genau. Aber ich weiß es noch. Gut, was haben wir da eigentlich hinten dranhängen? Nix, oder? Schauen wir mal kurz nach hinten. Nein, nix, da steht ja genau in der Halle drin, alles klar. Dann nehmen wir mit dem nämlich schon mal das Mähwerk mit, da die Sang. Und den Rest, den hole ich dann nach und nach rüber. So, lala. Hängen wir mal das Mähwerk an. Vielleicht tauschen wir es aber aus. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Das nehmen wir erstmal das, was da ist. Warum auch nicht?
sind ja keine schlechten Sachen, die hier da sind, ne? So, klapp dich mal zusammen, komm. Na, jetzt klapp dich zusammen, danke. Okay. Dann fahren wir mal mit dem schon mal rüber zum Schafhof, schauen uns da mal ein bisschen noch die Gegend an. Ich gehe mal auf die Außenansicht, damit man mehr sieht. Ich hoffe, ich finde die. Ja. Was steht da? Sägemühle, das passt ungefähr. Fahren wir mal auf der Seite entlang. Wir werden die Karte noch ganz genau sehen und erkunden, während wir das hier spielen, ganz klar, aber trotz allem schon mal einen kleinen Eindruck kriegen, kann nicht schaden, ne? Und wir haben Linksverkehr, denkt dran, Wolle, auf der linken Seite fahren. Wobei hier auf den kleinen Straßen fahren keine Autos, ist schon mal ganz gut. Da kann ich ja wieder heizen wie ein Gestörter, meine Stunts hinlegen. Aber mir gefällt es, ich bin sie vorher schon mal ein bisschen abgefahren, habe es mir angeschaut und mir gedacht, ja, das ist die Karte, mit der kann ich was anfangen, die ist nicht zu groß. Kann es einmal kurz zeigen hier. Die ist nicht zu groß, hat übrigens den Mod-Content-Map gewonnen, also das ist die Sieger-Map, auf der wir hier spielen. Powered by Bernie SCS, ganz klar, man sieht ab und zu, oder was heißt ab und zu, man sieht schon auch den Stil von Bernie mit dabei. Ich glaube auch gerade so bei der Hofgestaltung und so hat er viel mitgemacht. Ein paar Sachen kennen wir ja schon, ne? Haben wir schon gesehen. Genau. Wir fahren jetzt doch schnell rüber zum Schafhof. Schnell. Ja, 42 ist schon schnell, oder? So, da ist übrigens die Sägemühle. Können wir mal kurz vorbeigucken. Schauen wir mal schnell vorbei hier. Mach auf. Danke. Gehen wir mal kurz zu Fuß rein. Falls wir mal Bock hätten, in den Forst zu gehen, können wir das hier tun. Na, hier Hackschnitzel verschnalzen und da hinten die Baumstämme verschnalzen, glaube ich, war das. Ja, schaut so aus. Ups, Baumstämme, genau. Passt doch, oder? Hübsch hier, also mir gefällt's. Und dann hier auch so ein bisschen Deko, die rumsteht, auch ganz toll. Ja, leider können wir damit nicht fahren, aber was soll's denn? Darf man nicht so eng sehen. Sehen wir nicht so eng. Genau. Ja, nach langer Abstinenz ist mal wieder ein bisschen LS17. Warum nicht? Ich habe wieder Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir die Karte hier angeschaut und gedacht, ja, das ist die Karte. Mit der kann ich was anfangen. Die ist auch schön für Singleplayer. So, jetzt fahren wir mal dahinter. Ich glaube, wenn wir dahinter fahren, ein bisschen durch den Wald durch, dann kommen wir zu den Schafen. Irgendwie war das so. Ja, ja, doch. Ich glaube, das ist richtig. Wahrscheinlich gibt es einen besseren und schnelleren Weg, aber egal. Sehen wir ein bisschen was von der Karte, ne? Das ist dann schon mal doch ganz hübsch hier. Oh ja, und Linksverkehr. Es gibt hier auch Plätze, habe ich gesehen, wo man selber ein bisschen was hinstellen kann. Oh, was ist denn hier Schönes? Ach, da kann man Getreide verkaufen, alles klar. Können wir eigentlich mal kurz gucken, ne? 9. Ja, da sind wir bei der Grain Mill vorbei, da ist das Getreide. Genau, jetzt kommen wir wieder beim Castle vorbei und dann fahren wir da vorne links und dann kommen wir zu den Schafen. Da haben wir ein bisschen was von der Karte gesehen. Schon mal den ersten Eindruck gewonnen. Hier war mein Hotel. Mit Pool hinten drin. Und da ist das hübsche Castle. Das tatsächlich dem echten 1:1 nachempfunden ist. Ich habe die Bilder verglichen. Gut ab. Wie gesagt, das einzige Problem ist ein bisschen, aber nur ein bisschen hier der Linksverkehr, aber ich glaube, da gewöhnt man sich dran mit der Zeit und dann funktioniert es auch ganz gut. Und nachdem eben Schafe ein typisch irisches Tier ist, in meinen Augen zumindest,
könnt mich auch gern berichtigen. Der Wolperdinger ist es nicht, das ist ein typisch bayerisches Tier. Genau. Ja, Hollywood-Schaukel. Ja, wenn ich jetzt nicht darüber fahren müsste, dann würde ich mir das glatt nice ziehen, aber ja. So. Ach, kommt ein Auto von hinten. Da ist übrigens der Transportdingens, da kann man auch einen Haufen schöne Sachen verkaufen. Jetzt müssen wir da vorne in den Kreisel rein, dann kommen wir noch am Dings vorbei. Da ist einer mit Pool, schau an. Und der hat sogar noch das Licht an. Vorbildlich. So, und hier geht's zu den Schafen rein, genau. Holla. Eieiei. Doch nicht durch den Kreisel und schon mal wieder. Ach, da werde ich durchkommen. Okay, egal. So, da geht's auch wieder zu den Schafen. Also andersrum wäre schneller gewesen, unten rum durch den Kreisel und dann hier rauf. Aber hey, haben wir wenigstens ein bisschen was gesehen von der Landschaft, ne? Das ist die erste Folge, betrachten wir mal noch so ein bisschen als Kartenvorstellung. Why not? Da sitzt der alte Opa. Ja, das sind schon schöne Häuser, die hier rumstehen auch. Ne, und hier zum Beispiel, da hinten, das habe ich vorher auch schon mal gesehen. Ich glaube, da können wir hergehen und zum Beispiel, machen wir auf. Ups, falsche Taste, das ist die zu schnell laufen. Ich glaube, hier hinten können wir, schau mal, was da an der Weide, was da an der Leine hängt. Hier wohnt die Lara Croft. Die hat ja mal hier, eine Kuh geschlachtet und trocknet hier gerade die Haut. Und das ist ein bisschen strange, egal. Und ich glaube, hier kann man nämlich dann auch wunderbar noch irgendwas platzieren. Platz genug wäre ja. Gut, das sind die Haufen da, aber egal, man hat ja hier trotzdem Platz, ne? Also ich finde, hier könnte man was platzieren. Und irgendwo habe ich noch eine Stelle gesehen, wo man was platzieren kann, finde ich aber jetzt auf die Stelle nicht. Aber hier hängt, echt hat die Lara Croft hier ihr Zeug aufgehängt. Nicht schlecht, Herr Specht. Was ist da noch drauf? Oh, das ist zerrissen. Okay. Mamas Liebling. Der Rächer. Landwirtschaftssimulator, was? 2013? Wow. Oh, und ja, passt schon. LS13. Habe ich mir auch überlegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Soll ich wieder LS13 spielen? Würdet ihr das überhaupt gucken wollen noch? Bin ich mir nicht sicher. Keine Ahnung. Aber nee, da haben wir hier eine schöne Karte. Auf der bleiben wir es erstmal eine Zeit lang. Und ich habe jetzt auch wieder richtig Lust drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, so Abstand gewonnen, jetzt passt es wieder. Jetzt habe ich auch wieder Spaß dran. Ich war schon richtig heiß drauf, ne? Und das habe ich hier umgebaut. Die mir auf Twitter und auf Instagram und Facebook folgen, die wissen schon, wie jetzt mein neues Aufnahmestudio ausschaut. Genau, und der Rest. Mal schaut's vorbei. Die Links sind oben in der Kanalbeschreibung. So, da, das ist also hier unser Schafhof. Schauen wir mal an, hier kommt die Wolle raus. Pallet Spawn, genau, hier kommt die Wolle raus. Hier haben wir übrigens auch so Gardinen, die man wegmachen kann. Da, schau, jetzt schön weg. Kriegen die Schafe ein bisschen Licht. Beziehungsweise, und es kommt, tata, die zwei hier. Wer kennt sie nicht, ne? Erstmalig aufgetaucht im LS13 auf der OGF. Australien, genau, da war die drauf. In Zusammenarbeit FSM und OGF haben die Australien-Map gebaut. Und da sind die zwei Schafscherer zum ersten Mal aufgetaucht. So, hier können wir unsere Schafe dann laden, wenn wir sie verkaufen wollen. Hier ist die Schafweide, ich rufe mal kurz rein. Na, da, Schafweide. Jetzt muss ich nur schauen, wo wir dann die Schafe eigentlich abladen. Sheep Loading. Nee, Schafe verkauft man nicht. Ne? Die kauft, kann man Schafe verkaufen? Oh Gott. Fängt schon an. Nee, ich glaube, die kann man hier rausschmeißen. Irgendwo hier kann man dann die Schafe rausschmeißen. Wir haben es sehen. Da steht es doch. Offloading Sheeps. Genau, da schmeißen wir die Schafe raus. Und da hinten laden wir es wieder ein. Alles klar. Verstanden. Gut. So, du gehst da auf.
Da haben wir hier eine nette Halle, wo wir eigentlich ein bisschen Zeug einstellen könnten. Oder wo stellen wir den jetzt unter den Traktor? Ich hänge schon wieder fest. Was ist da hinten noch? Nix. Doch, da haben wir ein bisschen was, wo wir Zeug reinschmeißen können. Gras und so. Da können wir auch mal aufmachen. Kannst du von beiden Seiten reinfahren in die Halle. Schön, ha? Mir gefällt's. Und wir werden als erstes hier den Hof bewirtschaften, weil halt einfach Schafe, ja, Schafe können für mich irgendwo nach Irland. Das gehört für mich so irgendwie zusammen. Da ist auch noch was. Nein, da können wir nichts aufmachen. Schade. Ja, man kann mit überall was aufmachen, gell. Und zu den zwei Schafrädeln kommen wir auch nicht rein. Aber wir sehen sie hier sitzen. Und dann können sie hier mal fröhlich Schafe scheren. Gut, das war's jetzt für die Folge. Ich werde jetzt zwischen der und der nächsten Folge mal das ganze andere Gerät noch rüberbringen. Und dann schauen wir mal. Dann werden wir demnächst gleich sofort Schafe kaufen in der nächsten Folge. Das machen wir gemeinsam. Ja, und Hänger. Ja. Der Wolle kann es halt immer noch nicht, gell? Merkst was? Das Ding ist hoch. Mhm. Na dann packen wir das irgendwo hin. Das hänge ich vorne mit der Schaufel. Mal ehrlich jetzt, oder? Ah, ich hätte die Folge schon beenden können. Oh Gott, ja gleich mal wieder. So, ich bin frei. Haha. Ja gut, also ich wollte eigentlich aufhören, gell? Also genau, wie gesagt, zwischen dir und der nächsten Folge hole ich die anderen Geräte noch rüber, die wir hier brauchen. Dann packen wir das da her und dann, ja, das könnte da hinten hoch genug werden, hoffe ich. Bernie, bitte. Ja, das passt da rein. Danke. Doch nicht. Oh Mann. Nicht so. Nicht so. Alles klar. Dann stelle ich es halt da auf Zeiten. So. Kenne nix. Stellen wir es hier ab. Da steht es auch gut, gell? Genau. So, dann aufklappen, ablegen und gut ist. Ja, dann hoffe ich, hat dir die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn du beim nächsten Mal einfach wieder mit dabei bist. Wenn wir hier dann ja, fröhlich anfangen, unseren Hof zu bewirtschaften oder unsere Höfe. Wir werden natürlich auch gucken, dass wir irgendwo schon Getreide dreschen können. Ich muss ja erstmal gucken, welche Felder mir überhaupt gehören. Ich habe keine Ahnung. Ist ja auch egal. Erstmal. Ich fahre zurück, hole den Rest und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, mach's gut, gell? Ciao, ciao und Servus.